Wenn die Medizinstudentin Nadja Michel zu schreiben anfängt, bleibt in Hogwarts kein Stein auf dem anderen. Nadja erfindet ihre eigenen Harry-Potter-Geschichten und das klingt zum Beispiel so. Bei einer Party lässt er sie am Joint ziehen. Und in dem Moment, in dem er ihr in die Augen schaut, verknallt sie sich in den Gedanken vom Auf und Davon. Fanfiction heißt der Fachbegriff für Geschichten, bei denen glühende Anhänger von Buch- oder Fernsehserien die Rolle des Lesers gegen die des Autoren eintauschen. Dutzende solcher Kurzgeschichten hat Nadja schon geschrieben und ins Netz gestellt. Wenn ich jetzt Fanfiction schreibe, im Gegensatz zu eigenen Texten, habe ich ja vorgegebene Charaktere und eine vorgegebene Welt. Und mir macht es einfach Spaß, sozusagen auch Geschichten zu erzählen, die in diesem Buch noch nicht erzählt worden sind. Fanfiction ist eine der großen Subkulturen des Internet. Alleine das deutschsprachige Verzeichnis fanfiction.de listet eine 250.000 Texte. Und doch ist das Phänomen außerhalb der Community fast unbekannt. Umso enger stehen dafür die Fanfiction-Autoren über das Internet in Kontakt und tauschen sich aus. So auch Nadja. Also ich glaube, wenn es das Internet nicht gäbe, dann hätte ich schon angefangen, Fanfiction zu schreiben, aber dann hätte ich eventuell auch irgendwann einfach wieder aufgehört, weil ich so gedacht hätte, okay, ich bin vielleicht die Einzige, die mir jetzt dazu Gedanken macht und es gibt einfach gar keinen anderen Menschen, mit dem ich mich darüber unterhalten kann und das wäre ja dann irgendwann langweilig geworden. Also austauschen finde ich schon auch immer spannend und wichtig. Hinter fanfiction.de steckt Helge Thiesen. Jeden Tag hat seine Seite 200.000 Besucher. Natürlich weiß Helge genau, dass nicht jede Geschichte auf seiner Seite ein Meisterwerk ist. Trotzdem ist er vom literarischen Potenzial der Gattung überzeugt. Der größte Unterschied zwischen einer Fanfiction und den Originalgeschichten. Wenn du eine wirklich gut gemachte Fanfiction hast, wirst du keinen feststellen. Weil wenn die Charaktere in Charakter geschrieben worden sind, also so, wie sie sich im Original verhalten, dann kann es auch sein, dass die Geschichte einfach perfekt weitererzählt wird. Beispiele für Autoren, die mit Fanfiction angefangen haben, gibt es viele. Die bekannteste ist sicherlich E.L. James. Ihr Bestseller, 50 Shades of Grey, war ursprünglich eine Sadomaso-Fanfiction der Twilight-Serie. Und trotzdem werden Geschichten, in denen zum Beispiel Harry Potter homosexuelle Abenteuer mit seinem Erzfeind Draco erlebt, meistens nicht ernst genommen und gelten als Schmierereien. Judith Klinger von der Uni Potsdam weiß auch wieso. Unsere Kultur ist sehr stark beherrscht von ökonomischen Werten. Das heißt, etwas, das man nicht verkauft, hat keinen ökonomischen materiellen Wert, entsprechend dann auch keinen kulturellen. Das ist zumindest so die Unterstellung. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt wäre natürlich, dass zumindest so die öffentliche Kultur sehr stark noch von einem Geniekult des Autors geprägt ist, wo eben die Autorpersönlichkeit hervortreten muss als Künstler. Literatur, die kostenlos im Internet geteilt wird und deren Autoren sich meistens hinter Pseudonymen verbergen, kann unter solchen Bedingungen natürlich lange auf Anerkennung warten. Und doch profitieren paradoxerweise die Originaltexte ökonomisch von ihren kostenlosen Ergänzungen. Fanfiction hält das Interesse der Community an den jeweiligen Produkten am Laufen. Wenn Sie sich zum Beispiel vorstellen, bei J.K. Rowling, da ist zwischen einzelnen Büchern immer ein gutes Jahr vergangen. Damit die Community diese Wartezeiten überbrücken kann, hilft es halt, wenn sie auch schon was zu lesen hat. Die Bücher kauft sie dann trotzdem. Fanfiction-Autoren haben also gute Gründe, selbstbewusst zu ihren Geschichten zu stehen. Und dazu gehört es auch, nicht jeden Unsinn der Originalgeschichten unwidersprochen stehen zu lassen. Als George Lucas seinerzeit mit Star Wars dahinter kam, dass da also homoerotische Geschichten im Umlauf sind, hat er verbreiten lassen, im Star Wars-Universum gibt es keine Homosexualität. So, er hatte also die Meinung, er hat die Deutungshoheit über das Star Wars-Universum und er kann verhängen, in dieser Welt gibt es keine Homosexualität. Es hat sich aber niemand dran gehalten. Fanfiction zeigt, dass sich die Kreativität einer Community nicht in Ketten legen lässt und erfolgreiche Bücher und Filme niemals allein ihren Urhebern gehören können. Mit ihren Geschichten bereichern Fanfiction-Autoren wie Nadja die Literatur und befreien manchmal sogar die Charaktere von der Engstirnigkeit ihrer Erfinder.